wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Wer von euch auf Instagram nice am Folgen ist, der wird es wahrscheinlich mitbekommen haben. Ich war im Osten zu Gast für den MDR, was ARD, MDR, ARD Mediathek, MDR, ich weiß es nicht mehr genau, wurde eine Miniserie gedreht. Genau. Und ich wurde dafür angefragt. Es geht um so ein Mädchen, ein kleines sorbisches Mädchen, was dann halt so irgendwie Bock hat, sich als Mann zu verkleiden und Battle Rap zu machen. Und ich habe dann halt den Endgegner gespielt. Ich wurde relativ kurzfristig angefragt. Also falls es Anfang nächsten Jahres rauskommt und ihr das seht und vor allem die Lines hört, ich bin da raus. Ne? Auf jeden Fall habe ich dann vorher noch einen Kollegen getroffen und meinte, was machst du am Wochenende, was machst du jetzt die Woche? Ich sage, ich habe einen Dreh, erste Mal am Filmset, voll geil und so in Bautzen. Und der Kollege so, Bautzen. Und keine Ahnung, jetzt keinen Bock gehabt, weiter darauf einzugehen, ist halt so. Und ich muss dazu sagen, so in Erdkunde, selbst wenn Erdkunde gut ist, ne, sei mal nicht böse, aber man muss nicht wissen, wo Bautzen ist. Ne? Und als Ignoranz, Mensch des Grauens, gucke ich natürlich auch keine Nachrichten, ne? Hab also nichts mehr. Ich wusste es einfach nicht. Ich habe mich dann ins Auto gesetzt, wir wurden abgeholt, ich wurde in Schöneberg abgeholt, sind dann in die Richtung gefahren, habe gehört, es sind 2 Stunden Fahrt, fahren dahin und auf einmal merkst du so, es wird ländlicher und guckst dir so die Gegend an, wie die Leute so da leben. In jedem Garten hing irgendwie so eine Jesus-Statue und Kreuze und so, grausam, dachte ich mir, okay, gut. Auf einmal siehst du so, krass, ein NPD-Plakat, ey. Noch ein NPD-Plakat. Ist das ein ist auch ein NPD-Plakat. Ey. Da habe ich irgendwann den Fahrer gefragt, meine ich so, erklär mir das kurz. Ich habe gesehen, Google Maps, was du da vorne anhast, wir sind auf dem Weg in den Osten, aber so Osten oder was? Ja, meint er so Osten. Hat er mir so ein paar Storys erzählt, ich so, okay, gut. Ich habe das Drehbuch gelesen, ich weiß, ich bin der einzige Dunkelhäutige. Leicht mulmig war mir. Sind wir dann da angekommen, erstmal am Set in Krostwitz. An dem Tag war nur Kostümprobe, ne? Haben wir dann Kostümprobe gemacht, habe dann auch so 2 Einheimische kennengelernt, die da die Corona-Tests gemacht haben. Cool mit denen geschnackt, alles gut. Bin dann von da aus nach Bautzen. So, und habe dann eine Story gemacht aus dem Hotel. Hey, ich bin hier gerade in Bautzen im Hotel. Hotel sieht so und so aus, pipapo. Ey, ungelogen, realistisch geschätzt, 30 Nachrichten. Also insgesamt waren es so 50 Nachrichten oder so, aber 30 Nachrichten schätzungsweise waren es so, was machst du da? Hau da wieder ab. Sieh zu, dass du da wegkommst. Ultra gefährlich da. Ich war schon mal da. Wir sind sofort wieder abgehauen. Was haben die geschrieben? Pass auf dich auf. Bautzen ist ein Ort, da ist ein Flüchtlingsheim mal abgebrannt und die Leute haben klatschend daneben gestanden. Ich so, nur solche Nachrichten. Und ich dachte mir so, hä? Crazy, Alter. Okay, ich habe die NPD-Plakate gesehen und ihr wisst, ich bin ja eher sowas angeht, Team Angst. Und dachte mir aber so, krass, ich bin ja draußen auf der Straße, wir sind da durchgefahren, mir ist nichts aufgefallen. Natürlich ist mir nichts aufgefallen, weil als ob die Leute da jetzt mit Hakenkreuzflaggen durch die Gegend laufen und, keine Ahnung, die Jugend aussieht da wie die Hitlerjugend, obwohl die Haarschnitte ja sowieso in ganz Deutschland verbreitet sind momentan. Aber war dann da und dachte mir so, okay, weißt du was, ich drehe da mal ein Ründchen. Ne, bin ich da, also hab ich ein Ründchen gedreht, ne, der Ort ist ultra klein, ne, eigentlich auch voll schön, voll die schönen Burgen, auch viele Touristen waren da, um sich diese ganzen altehrwürdigen schönen Burgen anzugucken. Läufst da durch, ne, ganz krumme, hoch, runter und Kopfsteinpflaster und so, Backstein überall, also alt, eine richtig schöne, verkrunkelte Altstadt war das, ne. Den Ort hatte ich ohne Spaß, den hatte ich in 22 Minuten komplett durch, ne, hab eine riesen Runde gedreht, bin da durch die Gassen durch, hab dann einmal sogar so ein Einkaufscenter gesehen. War auf jeden Fall sehr, sehr ansehnlich. Auf jeden Fall auch mal so die Dorfjugend. Obwohl als Berliner oder Zülover kann man das schon sagen. Doch die Dorfjugend davor zu sehen, alles easy. Dachte ich mir, okay, ich gehe was essen. Und dann bin ich an so einer, dachte ich mir so, weißt du was, komm, du bist doch auch Comedian, Alter. Wenn ich irgendwo hinsetze, kannst du ja auch Leute beobachten. Und das wird schon, gibt vielleicht ein bisschen Material, ne? Aber ich muss euch sagen, ich habe dann wirklich so 2 Gaststätten gesehen. 2 Urbautzener Gaststätten, wie es aussah.
und habe mich echt nicht getraut, mich da hinzusetzen. Ne? Da waren Terrassen und da waren ein paar Gäste auch drauf, aber ich dachte mir so, irgendwie, ne, klar haben die komisch geguckt so, aber das, ich weiß, ich hatte keine Angst, aber ich war mir unwohl. Ich wollte dann, ne, wollte ich da nicht. Habe ich mir irgendwas rausgesucht bei Google Maps, was so halbwegs international ist, wo man sich nicht beschweren kann, wenn ich reingehe. Habe ich so eine Restaurante, habe ich so eine schöne, so ein schönes italienisches Restaurant gefunden. Klar, gut, bei Italiener wäre ich vielleicht auch nicht der Willkommenste, aber da habe ich natürlich einheimisch gearbeitet. So habe ich erstmal so ein lokales Bier bestellt, ne? Kippchen geraucht, schön Carbonara bestellt, habe die Kellnerin dann irgendwie gefragt: Guck mal, ich bin offensichtlich ja nicht von hier. Wie ist das hier? Ich habe ein paar Sachen gehört, meint die. Also, es ist nicht mehr so schlimm, ne? Leute wie du können auch jetzt abends rumlaufen. Das ist kein Problem. Also, du brauchst ja keine Angst haben. Und allein, dass die das schon sagt, ne? Dieses, also, Leute wie du, ne? Vollkommen in Ordnung, können jetzt auch draußen rumlaufen, ne? Es geht wieder langsam. Vor ein paar Jahren war es richtig schlimm. Da hätte ich gesagt, nein, aber so, jetzt geht's auch wieder. Ist okay. Ich vertraue dir da. Wo kann man denn hingehen? Abends. Und ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie mir jetzt irgendeinen krassen Club oder irgendeine heftige Bar empfiehlt. Aber ich habe so gedacht, okay, ich will abends auch nochmal ein Bierchen trinken gehen. Wo kann ich hin? Meint die, ja, hier Enjoy ist so eine Bar gewesen am Marktplatz. Hat die mir empfohlen. Genau, bin ich dann noch nach dem Essen vorbeigelaufen, bin ins Hotel, hab da ein bisschen gechillt und bin dann abends los. Nee, erstmal, als ich ins Hotel reinkam, hat mich so ein Typ. Also ich kam ins Hotel rein und da stand einfach jemand vor mir, der aussah wie, keine Ahnung, also ein Ballermann-Parade-Outfit, ne? Zwei Arten von karierten, also kariertes Oberteil, anders karierte Hose, Socken, Sandalen, wie die Ausländer, also wie die Deutschen im Ausland gesehen werden. Und guck mich einfach nur so an. 2, 3 Sekunden, bis ich so gesagt habe, arbeitest du hier? Und der so, no. Und ich so, also sind Sie vom Hotel? No. Und ich meine so, was heißt no? Heißt das ja? Weil das ist jetzt das Einzige, was Sinn gemacht hätte. Und der, ich meine so, heißt das ja? Und der so, no. Okay, gut. War das schon mal bestätigt? Das waren so mehrere Parteien. Einmal hier ein Haus, da hatten die noch so zwei, drei andere Häuser. War auch ein schönes Hotel, richtig schöne Zimmer auch. Bin dann durch zum nächsten und dann haben da auch ein paar Leute gegessen und da kommt so eine Frau offensichtlich, hoffentlich, auch vom Hotel und sagt so, gehören Sie jetzt zum Hotel? Und ich so, nee, ich wollte einfach nur gucken, wie die Hotelgäste hier abends Abendessen. Und die meint so, ja, dann würde ich Sie bitten, dass Sie dann auch gleich, ich so, das ist Spaß! Offensichtlich. Was soll ich? Seien wir nicht böse, ne? Man muss Ausländer nicht lieben, aber ey, bei Ironie, come on, Alter. So, bin ich da in meine Bude, genau, hab da ein bisschen gechillt, bin dann abends raus. Mir war ein bisschen mulmig, ne? Hab noch ein paar Storys gemacht auch. Setze ich mich da in diese Enjoy-Bar, ne? Die Besitzerin war voll cool, ihre Tochter hat da gearbeitet, ihr Sohn hat da, glaube ich, auch gearbeitet. Also, es hat so gewirkt, als wenn das eine Familie wäre. Die haben auch mitgekellnert und so voll süß, voll cool. Hab da auch mein Bierchen getrunken, Zigarette geraucht und, da kam ab und zu, glaube ich, da kam ab und zu so ein, zwei Mitarbeiter, die ein bisschen jünger waren, raus und haben mich so angeguckt. Aber das war nicht dieses so, guck mal, da sitzt ein Schimpanse, sondern erkannt. Mein Radar hat mir gesagt, okay, die haben dich wahrscheinlich eher erkannt. Und ich dachte, ja, ich bin ja wirklich davon ausgegangen, als ich auf die Stadt gelaufen bin, Bautzen könnte wirklich der erste Ort sein, wo mich keiner erkennt und keiner nach einem Foto fragt, ne? Weil, ja, Bautzen halt, ne? Und dann hat mich einer auf Instagram angeschrieben. Ey, Cynic, bist du wirklich in Bautzen? Und ich so, ja, meint er, wo bist du? Und da habe ich auch zweimal überlegt, ne? Antwortest du jetzt oder antwortest du nicht? Ich so, komm, Alter, dann halt Heldentod, ne? Gibt auch Cynic verprügelt von 4 Glatzen am Marktplatz in Bautzen. Oder es kommt wirklich ein Fan. Und es kam ein Fan. Ronny. Der Ronny. Ich denke mir das nicht aus. Ronny. Ne? War auch ein Ronny. Ne? Voll nett, aber ich muss natürlich sagen, also so eine Frisur habe ich würde sogar sagen, habe ich noch nie gesehen. Lag auch, glaube ich, nicht an der Haarstruktur. Ich meine, ich kenne das noch von früher, die Seiten ein bisschen kürzer und vorne so hoch.
Aber wo der die Haare hergeholt hat und nach oben gemacht hat, war schon wirklich, das war, ja, halb Kunst, halb Trump, sah krass aus auf jeden Fall. Aber voll der nette Typ, ne? Meinte auch so, ey, Mr. Respektlos, das gibt's doch gar nicht, was für eine Ehre. Jetzt kann ich mal hier mein Idol treffen, pipapo. Idol glaube ich jetzt nicht, aber einfach Fan-Talk, voll nice. Hat sich hingesetzt, war auch ein bisschen nervös. Ich habe erstmal angefangen zu labern. Damit er auch ein bisschen wärmer wird, haben wir dann ein Bierchen getrunken. Und irgendwann meint er so zu mir, komm, ey, wir müssen noch hier ein paar Schritte weitergehen in den, ich weiß nicht, wie hieß das, Gutshof, alter Bierhof, irgendwas mit Hof. Wir müssen da reingehen, weil da arbeitet ein Kollege von mir, der wird nicht glauben, dass ich mit dir da reinmache, dass ich mit dir da reinkomme. Komme ich da mit dem rein, ne? Der hat wirklich diesen, kennt ihr diesen Doppelblick, wenn du irgendjemanden kurz siehst und dann denkst du so, was war das? Und dann ist so, stand da mit Tablett, sich auch gefreut, meinte, nee, krass, du bist echt zinnig, du bist zinnig, krass, was machst du hier? Justin. Once again, ich denke mir das nicht aus. War der Justin, ne? Ronny und Justin. So, Justin hat da gearbeitet. Und dann waren wir da drin, haben uns so einen schönen Platz gesucht. Da hat der Justin uns so, wie hieß das, Bierlikör oder irgendwas ganz Fieses. Ich habe dann aber nur einen Pfeffi bestellt, weil ich trinke keine fiesen kurzen so. Ein bisschen was getrunken, ein Bierchen getrunken, schön gequatscht, ein paar Battle-Rap-Fragen beantwortet. Nicer Talk, voll. Und dann hieß es so, da kommt noch jemand. So, da kommt ein Typ rein und das ist sein Intro gewesen. Der kam schon laut rein. Kommt rein und sagt, ich meine es, ohne den Akzent nachzumachen. Ja, hier oben seid ihr also. Hey, wo ist denn der Afrikaner? Hier ist ja noch einer. Wer bist du denn? Wo kommst du denn her? Das war sein Intro. Und ich bin, ihr wisst, ich bin Freestyler. Ich bin auch ein bisschen schnell im Kopf, ein bisschen schlagfertig. War mir zu viel, weil ich wusste nicht, haben die dem jetzt vorher gesagt, dass da ein Dunkelhäutiger sitzt, worauf man ja ganz anders reagiert, als vielleicht ist der davon ausgegangen, dass ein anderer da war und meinte den und hat dann gesagt, deswegen hat er dann gesagt, ah, nee, weil hier ist ja noch einer. Wie heißt du denn? Wo kommst du denn her? Auf jeden Fall war sein Intro, Mann, wo ist denn der Schwarze, der hier normalerweise ist? Ach, da ist ja noch einer. Wer bist du denn? Wo kommst du denn her? Und ich dachte mir so, Düsseldorf sage ich jetzt nicht, weil ersparen wir uns die zweite Frage. Ich so, Sierra Leone. Warte, oh, okay, gut. Wusste natürlich nicht, wo das ist. Mache ich keinen Vorwurf, weiß fast keiner so. Alles easy. Sitzen wir da und der war unangenehm. Ganz unangenehm. Kennt ihr die Leute, die nach jedem Satz selber nachlachen, obwohl aber nichts Lustiges im Satz vorgekommen ist? Also es war dann ungefähr so. Da bin ich heute um 6 Uhr aufgestanden und nee, ich fast den Bus verpasst. Und da war ich beim Metzger, da habe ich gesagt, 200 Gramm, da packt er mir 250 drauf. Also, das ist einfach so, wie meine Ticks, meine Gesichtsspastiken. Das ist, glaube ich, einfach ein Tick gewesen, ein Habit, einfach eine Angewohnheit gewesen. Nach jedem Satz, den er sagt, musste er halt so nachlachen. So, unangenehm. Hat keine positive Ausstrahlung gehabt, keinen geilen Vibe so gehabt. Hab dann auch direkt mein Gesprächspensum runtergeschraubt, so, mein Redeanteil, und den dann halt labern lassen, weil, ja, war halt so. Und irgendwann nach einer Minute, nach 2 Minuten, meinte er dann so, wo ist denn eigentlich der Schoko? Und ich so, what, Alter? Weil jeder, der dunkelhäutig ist, kennt das, ne? Ey, guck mal, da kann man natürlich jetzt sagen, was ist denn da so schlimm? Schoko, Weißbrot. Ich finde es eher schlimm, dass das ein schlechter Spitzname ist. Also, dass das nicht lustig ist. Ne? Einen schwarzen Schoko nennen. Come on, Alter, ein bisschen kreativ sein. Wo ist denn der Schoko? Und dann wurde ich natürlich bestätigt, es gab einen Schwarzen, der da arbeitet. So, wo ist denn der Schoko? Ich habe mich voll auf den Schoko gefreut. Das ist doch mein Schoko. Wo ist der Schoko? Und ich sitze daneben. Und der Ronny merkt schon, weil er mich erkennt, ne, von YouTube und so, merkt er schon, ah, okay, gut, das ist nicht so, das feiert der Cynic nicht so. Und ich habe dann wirklich nur noch auf mein Bierglas geguckt und komplett auf Null war ich und habe die da machen lassen. Und es war keine geile Stimmung mehr am Tisch. Und irgendwann haut er dann raus. Also erstmal muss ich noch dazu sagen, der war schon mal komplett baff, als der kam rein und ich war so, ne, habe mich vorgestellt, aufgestanden, ich bin der Samuel. Und er hat mich angeguckt wie ein Auto, ne? Weil ich auch in sein Intro reingeplatzt bin, aber der war es, keine Ahnung, ob man sich da nicht die Hand gibt oder höflich ist, aber auf jeden Fall, keine Ahnung, der hat damit nicht gerechnet anscheinend. So, der labert weiter, mein Gesprächsanteil ist gleich null,
Ist auch kein Problem. Ich höre auch Leuten gerne zu, wenn die was Geiles erzählen. Aber der war wirklich, der war anstrengend und der hatte eine fiese Aura so, ne? Und irgendwann haut er dann einfach so raus: Ah, schade, dass der Schoko nicht hier ist. Das ist doch mein Bimbo. Ich lieb doch meinen Bimbo. So, und zu dem Zeitpunkt war der Ronny gerade auf Klo. Der hat es nicht mitbekommen. Und ich saß da so und ich meine so zum, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ich meine so zu dem, Dicker, übertreibt man nicht, Alter. So habe ich das gesagt. Und ihr kennt mich, ihr wisst ganz genau, ich bin Team diskutieren und nicht Team hauen, ne? Deswegen, wer reden kann, muss nicht schlagen. So, das ist meine Erklärung zumindest dazu. Ich hab mit körperlicher Gewalt nichts zu tun. Ne? Deswegen, ich habe da nicht gesagt, ey, übertreibt man nicht nach dem Motto so. Ey, ich will gar nicht wissen, was gewesen wäre. Der wäre gar nicht bis zum Bimbo gekommen. Der wäre bei Schoko. Stellt euch mal vor, durch irgendeinen doofen Zufall oder irgendwie sitzt da ein Mortell, ein Shadow, ein Manuelsen, keine Ahnung, Luciano, so, diese Leute. Solche Leute sitzen da. Oder ein David Jones, um einen Battle-Rapper zu nennen. So, da kommt er gar nicht bis zum Bimbo. So, aber ich bin halt nicht einer von denen so. Hab mir das dann angehört. Und da meinst du zu dem, meinst du, übertreibt man nicht? Meint der, was denn? Meinst du so, Dicker, ich weiß nicht, mit welchen Schwarzen du sonst Kontakt hast, wie das bei euch hier läuft, wie ihr erzogen wurdet, was ihr im Fernsehen guckt. Aber Mann, Dicker, übertreibt doch nicht. Guck mal, ich sitze hier, ich benehme mich, ich rede doch ganz normal. Hör auf damit, sag sowas nicht. Mit der Aua, war doch nicht ernst gemeint, ist doch nur Spaß. Ich so, nee, es ist aber nicht lustig. So, Ronny war immer noch auf Klo. Ich sitze da so, auch ein bisschen schockiert. Die Leute haben mich schon vorgewarnt, aber es ist immer so, wenn Racism kickt, dann ist immer noch so dieses, die Dunkelhäutigen werden es verstehen. Viele Kennex werden es wahrscheinlich auch verstehen. Jeder, der schon mal Erfahrung mit Rassismus gemacht hat, man hat so ein paar Wörter, wo man die einfach, die versetzen einfach einen Stich. Scheiß auch mal auf Battle Rap und so, weil da gehen beide auf die Bühne und die wissen ganz genau, okay, jetzt muss ich den oberflächlich auseinandernehmen, kann auch rassistische Lines geben, aber normal, wahre Leben ist was anderes. So, und dann sitzt du da und denkst dir so, das kann doch wohl nicht wahr sein, Alter. Droppt der das jetzt hier einfach? Und ich sitze, mein Bier war noch mehr als halb voll, Ronny war auf Klo und ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich bin dann einfach aufgestanden. Ich habe gesagt, ich gehe kurz auf Klo, bin rausgegangen. Da gab es irgendwie, das ist alles voll verwinkelt gewesen. Gab es auch, glaube ich, mehrere Toiletten. Bin dann runter, habe gesagt, ich gehe auf Klo. Bin dann zum Justin gegangen, zum Kellner unten und meinte so, guck mal, ich hau jetzt ab, ne? Sag denen aber nichts und ich zahle von allen die Rechnung. So, das war mein Move, ne? Ich verlasse den Tisch, gehe runter. Und zahle einfach von dem ganzen Bums die Rechnung. Ich glaube, es waren, weiß ich, 60, 65 € irgendwie sowas mit Trinkgeld natürlich noch fett, weil Justin war cool. So, weil in meinem Kopf, guck mal, es gibt jetzt Leute, die sagen würden, warum hast du denn das noch gezahlt? Da hast du dir noch belohnt. Nee, in meinem Kopf ist diese Logik, ich habe das gemacht, weil ich mir denke, ich hau dann ab, habe das bezahlt und das Szenario ist folgendes: Ronny geht nach oben, sieht, der Sinnig ist nicht mehr da. Die sagen so, ja, keine Ahnung, der ist abgehauen, wissen wir auch nicht. Warum? Was ist denn passiert? Und dann muss die Flachpfeife muss dann erzählen. Oder jemand sagt dann so, ja, der hat irgendwas gesagt. Was hat er denn gesagt? Ja, das und das. Und der Ronny denkt sich so, scheiße, Alter. Ist das peinlich, Alter. Ich habe hier mit dem voll den nicen Abend. Ich feiere den. Wir trinken Bierchen zusammen. Wir quatschen voll nice über alles. Und die blamieren mich hier. So. Ich wollte einfach nur, indem ich den Deckel bezahlt habe, dieses Unwohlsein oben am Tisch für diese paar Sekunden, wollte ich einfach nur dadurch erschaffen. Ne? Erstens das mit dem, der ist schon abgehauen, warum, was ist passiert und am Ende, keine Ahnung, wie lange die da noch gesessen sind, sagen die ja, wir wollen dann gern zahlen und der Kellner sagt so, nee, nee, ist schon. Wer hat denn gezahlt? Ja, ihr, Cynic, Samuel hat bezahlt. Und in meinem Kopf ist das für die dann kein gutes Gefühl. Also in meinem Kopf sitzen die ja nicht und denken sich so, haha, der Idiot, haben wir sogar noch Geld gespart, sondern es ist so dieses, okay. So, und das war das Einzige, was ich damit irgendwie erreichen wollte. Bin dann nach Hause so halb traurig, halb sauer, weil, wie eben schon gesagt, wenn sowas kickt, ist immer krass. Die Leute haben mich gewarnt, du denkst auch so, okay, ich bin hier im Bautzen, du siehst die NPD-Plakate, du hörst krasse Stories, aber wenn du es dann wirklich mitbekommst, wie da die Leute ticken, und es waren gar nicht alle, ne? Ey, Enjoy, die waren super, der Justin, der Ronny, die waren alle super, die Kellnerin da in diesem italienischen Restaurant. War cool. Ein paar Leute haben richtig doof geguckt, ne? Und es war auch öfter der Fall, dass Leute am Tisch gesessen haben in so einer Gaststätte. Ich bin vorbeigegangen und zipp.
Als ob, keine Ahnung, irgendwie ein Alien durchs Dorf läuft. War auch, aber das ist ja nicht, das ist nicht so schlimm. Aber dieses, dass dieser Typ einfach diese Worte benutzt und das einfach für jeden da normal ist. Deswegen, ich will gar nicht wissen, was der schwarze Bruder da durchmacht in dem Restaurant. Ich weiß nicht, ob der da kellnert, ob der in der Küche arbeitet, ob der, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ja, Dicker, mein Beileid an den auf jeden Fall. Dann gehst du dann nach Hause und denkst dir so, krass, gibt's immer noch, ne? 2021 ist in Bautzen noch nicht. Und als abschließenden Gedanken denkst du dir dann so, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was passieren würde, wenn jetzt zum Beispiel ein Kollege von dem Typen denkt sich so, ah, ich mache mal mit dem einen Überraschungstrip. Ich fahre mal mit dem nach Berlin. Ne? Und der weiß aber nicht, wo es hingeht. Fantasieszenario, ne? Der sieht nicht, wo es hingeht, keine Ahnung, Augen verbunden. Komm, wir machen mal so einen Trip. Wir gehen irgendwo hin. Surprise. So. Und dann kommen die einfach in Neukölln oder in Wedding oder in Kreuzberg oder am Görli. Wird er dann rausgelassen? Sind die dann da? Was denkt der sich dann? Denkt der sich, ach du Scheiße, wie viele Ausländer sind denn hier? Hier sind ja nur Schokos, gerade im Görli. Oder was machen die ganzen, keine Ahnung, was sagen die, Teppichklopfer oder Kamelreiter oder so, was die da sagen? Was machen diese ganzen Leute hier? Oder fragt er sich, hä, krass, wie können diese ganzen verschiedenen Leute hier auf einem Fleck irgendwie, die scheinen ja irgendwie klarzukommen und Spaß zu haben. Oder denkt er sich einfach nur, boah, ich muss hier sofort wieder weg und ist sauer auf seinen Freund. Oder vielleicht andere Szenarien. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr meint, was passiert, wenn man so einen Typen aus seinem gewohnten Habitat rausholt und einfach mal da ins wahre Leben pflanzt. So, wo Multikulti ist und wo Miteinander ist. Und es stellt sich ja immer die Frage, so wie können Leute so werden, dass die dann mit solchen Worten um sich gehen, keinen Respekt haben vor Leuten mit anderer Hautfarbe, nur wegen der anderen Hautfarbe. Klar sind es auch immer die Eltern und es ist auch die Umgebung, aber mich würde mal das Szenario interessieren, was sein würde. Guck mal, ich gehe nicht davon aus, dass der jemals da landen wird, ne? Aber der Gedanke ist, glaube ich, ganz nice. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Ich habe mich auch ein bisschen verlabert. Was ihr meint, wie das Ganze ausgehen würde oder was in seinem Kopf vor sich gehen würde, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Das war meine Story, wie ich in Bautzen war. Freut euch auf jeden Fall auf die Miniserie mit mir als Battle Rap Endgegner. Anfang 2022 kommt die, glaube ich, in der ARD Mediathek. Habe ich letztens in der E-Mail gelesen. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns demnächst wieder, wenn wieder Auge gemacht wird. Haut rein, meine Lieben.